Bei Battles kannst du Münzbonbons verdienen, mit denen du deine Powermünzen hochstufen kannst. Hochgestufte Münzen halten länger und können öfter gepflanzt werden. Sieh zu! So, die platziere ich jetzt hier hinten. Und die Tannenzapfen oder was das waren, die kommen dann hier vorne überall hin. Oh, ich warte mal noch. Jetzt. So, die ist noch da. Hat hier eine Abklingzeit und macht das dann nochmal? Ja, schon irgendwie cool. Seht ihr das beim C-Lag? Du bist hier das echt heftig. Oder den Emulator Lag. Ich glaube nicht mit C-Lag, sondern mein Emulator. Das ist unglaublich, ich habe die Musik jetzt für 25% gemacht und ist immer noch so laut. Ihr seid hin. So. Mission erfüllt. Probiere gerade eine hochgestufte Schutzmünze aus. Da ist sie verschwunden. So, ein Sack Münzen, ein Schädel voll Hirnschmalz und ein Sack voller Münzen. Abgeschlossen. So, jetzt haben wir drei davon, oder? Okay. Weiter. Ja, insgesamt 5 müssen wir jetzt davon haben. Aber was ist das überhaupt für eine Währung? Sie wird hier nicht mehr angezeigt. Ist sie nur im Shop oder wo? Jetzt erstmal in den Zen-Garten. So, für die Kartoffelmine. Ja, das passt. Also die Ringelblumen mache ich jetzt nicht mehr, dann werde ich die Bienen jetzt ab sofort auf die hier verteilen. Die Ringelblumen, die kommen, haben wir dann beim nächsten Mal. Aber Moment mal. Wir können ja beim Shop jetzt das letzte Samenpäckchen-Paket kaufen. Hier, für den Pusterpilz. Samenpäckchen für den Pusterpilz. Juhu! Was ist eigentlich das hier? Ich habe hier keine Info. Auch hier nicht. Naja, wir haben 5 davon, könnten uns theoretisch dafür was kaufen. Hm, hier nicht. Nein. Man kann sich eine Schutzmünze kaufen. Für 100, okay. Und dann Samenpäckchen für die Schutzmünze. Das sind jetzt Juwelen. Okay. Aber das vorhin waren auch nur die Schutzmünze. So, was war hier nochmal? Schutzmünzen, Pinata. Und hier die Schutzmünze. Und hier... Beides.
Also nur die beiden Sachen kann man sich kaufen für diese Süßigkeit, sage ich jetzt mal, was das sein soll. Ja, dann sparen wir auf die Schutzmünze, oder? Weil das Päckchen bringt uns nichts, wenn wir die Schutzmünze nicht haben. Also 100 davon. Lexikon haben wir was Neues. Oder auch nicht. Haben wir neue Zombies getroffen? Die kennen wir ja alle. Kennen wir auch. Den kennen wir auch schon. Den kennen wir noch nicht. Der Faultier-Gargantua. Ausdauer hervorragend. Tempo hungrig. Ein massiver Zombie im Faultierpelz mit schwerem Wichtbefall. Trägt und wirft drei statt nur einen Wicht. Oha. Schaden plättet Pflanzen mit einem Eiszapfen. Das ist in der Hand drin. Besonderheit. Schleudert Yeti-Wichte, wenn er Schaden nimmt. Irgendwo hat sich der Faultier-Gargantua diese schrecklichen Yeti-Wichte eingefangen. Er hat alles versucht, um sie loszuwerden. Seife, Puder, eine Salbe aus Faultiersabber. Doch nichts funktionierte. Mittlerweile hat er sich an die juckenden Begleiter gewöhnt. Auch wenn ihn ihr gestehtes Gezank oft nervt. Wahrscheinlich würde er sie sogar vermissen, wenn sie nicht mehr da wären. Lol. Okay, noch was? Ne, die hatten wir schon. Ja, das war's. Ist hier was Neues? Ja, der Spezialdüngerplatz, aber gut. Dann sehen wir noch mal kurz in den Zengarten. Und geben dem Eisbergsalat ein bisschen was. So. Viele 40 Münzen haben wir nur noch. Weiter geht's. Überlebe und schütze die bedrohten Pflanzen. Ich nehme wieder keine Sonnenblumen mit. So, zwei normale Zombies, ein Pylon-Zombie, ein Eimer-Zombie, Kamee-Zombies, Rad-Zombie und der Fackel-Zombie. So, ich nehme das Cola-Pult, den Duplinator, der ist mir jetzt lieber als... wobei... Ich hätte tatsächlich noch Platz für den Blumerang. Dann mache ich auch noch ein paar Blumeränge. Los geht's. Ja. Sehr schön. So, der kommt da. Da kommt gleich mal hier sowas hin. Kommt der zweite Zombie. Da oben. Da würde ich jetzt einen Blumerang hinsetzen. Ich hoffe, das reicht. Ja, okay, vielleicht auch das hier noch. Der geht ab. Ich brauche das. So, dann hätte ich hier auch gerne ein Picture. Das sind meine. Ich habe da unten noch nichts. Habe ich einen Blumerang hin. Und eventuell ein Eisbergsalat. So, jetzt geht auch hier die Walnuss. Ich habe noch keine Walnuss. Oh.
Das ist unglaublich schlecht. Das musste jetzt sein. So. Ein Eisbergsalat. Jetzt. Da ist noch einer. Hier noch einen Blumenrang hin. Und hier noch Blumenrang. Da noch eine Walnuss. Hier noch ein Eisbergsalat. Eventuell mache ich mal kurz das hier. Sehr schön. Und mal, das war's. Das geht ja viel einfacher, als ich dachte. So, ab in den Zen-Garten. Ich glaube, wir kriegen jetzt die ganzen Pflanzen, oder zumindest eine. Ja, okay, noch nicht ganz. Eine Minute. Ja, die haben wir dann beim nächsten Mal. Und dann haben wir auch die Extrasonnen. Die sind cool. Für die Doppelsonnenblume. So, die vorgegebenen Pflanzen. Wir haben einen Eisbergsalat. Ja! The Zombies are coming. Es ist mir egal, ob die Zombies kommen. So. Aber jetzt bräuchte ich dann doch ein... Cola-Pult. Ein Cola-Pult heißt es, glaube ich, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. So, du da oben bist kurz eingefroren. Dann kann ich mir nämlich noch mal eine Doppelsonnenblume leisten. Wow. Und jetzt das hier. Mist, das sind zwei. Okay, zumindest einen kann ich aufheben. Oh, das sind die Melonenpulte. Das ist saugeil. Ich hau die hier hin. Ich mach's. Cool. Das ist super. Eventuell mache ich das gleich nochmal. Um die ganzen Gräber wegzubekommen. Wobei gleich kommt die erste Welle.
Ein Sprössling. So, jetzt bist du dran. Ich habe hier noch welche. Super. 25 extra Sonnen. Super. Mir gefällt das richtig toll. Starte das Spiel mit 25 extra Sonnen. Ab in den Zen-Garten. So, die hier ist fertig. Verstärkung einsetzen. Und dann nehmen wir noch die hier mit. Hier sind noch 2, 4 und 10 Minuten. Na gut. Da haben wir immerhin 2 Verstärkungen. Und 10 Sprösslinge. Heftig. Überlebe ohne etwas in Daves Schimmelpilzkolonien zu pflanzen und spiele mit höchstens 15 Pflanzen zur selben Zeit. Das sind 3 volle Reihen. So, das sind 2 normale Zombies, ein Pylon-Zombie, ein Eimer-Zombie, ein Sarkophag-Zombie, ein Ra-Zombie und Kamel-Zombies. Also ich, die beiden muss ich schon mal nehmen, dann bleibt das Cola-Pult dafür heute mal weg. Die werden später durch den Duplinator dann ersetzt. Und hatte ich das nicht auch schon mal in so einer... in so einem Level? Keine Ahnung. Ich glaube, das reicht. Ich nehme noch den Eisbergsalat mit. Einfach so. So, los geht's. So, 3. Ich pflanze jetzt erstmal 3. Mit dir. Oder auch nicht. So, das sind 525 Sonnen. Die könnten tatsächlich reichen. Ich mach die echt weg. Nämlich 4 Tragreiche, wenn ich das so mache. So, dann mache ich hier schon mal einen hin. Weg mit dir. Da kommt hier ein Duplinator hin. Sag mal, hat der mir gerade die Sonnen gestohlen? Ich brauche wieder ein paar Sonnen. Ein Sprössling! Ein Sandsturm. So, brauche ich hier oben auch noch. Und dann brauche ich hier noch wieder ein paar Sonnen. Okay.
Weg mit euch. Das ist gerade ein bisschen problematisch. Diese fette Kugel war umsonst. Egal. 900 Münzen. Und in zwei Level haben wir die Doppelsonnenblume.